Ja moin Leute, was geht? Garn wieder hier am Start. Wir spielen Need for Speed Payback und heute stelle ich euch das nächste stillgelegte Fahrzeug vor und den dazugehörigen Fundort. Das Geile an diesem Auto ist, ihr seht es ja schon selbst, es ist ein komplett neues Auto wieder und es ist zum Ehren des am 17. März in Amerika stattfindenden St. Patrick's Day. Ihr wisst wahrscheinlich, da ist einfach alles grün, da werden die Iren gefeiert, da gibt's Kobolde, weiß der Geier, ach, Hauptsache grün. Und hier haben wir auch einen grünen Jaguar F-Type. Echt ein geiles Ding, sag ich ganz ehrlich, mit dem Rocket Bunny Kit, alles und dann sieht wirklich Hammer aus, die Kiste. Und die Kiste findet ihr, indem ihr die Map aufmacht, ins Rote geht, auf der rechten Seite, hier an der Garage spawnt. Wenn ihr die nicht habt, einfach mal hinfahren, dann taucht ihr auf und kaufen halt. Dann spawnen, diesen Weg hier entlang fahren, ganz gechillt, bis ans Ende, hier auf der rechten Seite, da befindet sich das Fahrzeug. Und dann nur noch einsteigen und los geht's. Das war's. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Ihr wisst ja, wie das Ganze geht. Ab zum Flughafen parken und euch gehört ein Jaguar F-Type im giftgrünen Kobold-Look mit Hufeisen und alles, was dazu gehört, Klebeblatt. Ich hoffe, die Kiste bringt euch Luck und ja, das war's aber auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder kommt bei mir auf dem Discord vorbei. Link in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt zu Need for Speed Payback, Anthem, The Division 2, Apex und viele, viele, viele mehr, wie auch Livestreams, dann lasst gerne ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen und was mit dem Auto. Ich wünsche euch was. Ciao.